Die soll nur froh sein, dass ich gestern Abend ordentlich gefickt habe und entspannt bin, weil sonst wäre ich jetzt schon nach vorne. Das, meine Damen und Herren, ist auf jeden Fall jetzt schon der Satz des Jahres von irgendeiner Privatperson, die gerade arbeiten war, interviewt von der Bild, von der Bild-Zeitung, wegen, als dieser komische Dulli-Stau da war auf der A100 hier in Berlin, weil da irgendwelche Hippies irgendeine Scheiße gemacht haben. Naja, ist doch wahr, Alter. Ich glaube, das ist die korrekte Bezeichnung. Ja, naja, was willst du da schönreden? Diese Extinction Rebellions-Deutschen, Alter, die sich da hinstellen, so, ja, wenn wir jetzt hier sitzen, dann ist die Welt danach besser. Lack, die Leute kommen nicht zur Arbeit wegen dir, Alter. Hier kommen keine Kranken Wagen durch wegen dir. Du alter Philipp, ey. Hau ab, Philipp, ey. Ja, jetzt zurück nach Peine, ey. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als dieser LKW-Fahrer das gesagt hat, wie sich die Frau jetzt fühlt zu Hause. Ja, deren Freundinnen und Freunde, der das wahrscheinlich auch geschickt haben, das Video und so. Stimmt da? Oder vielleicht wurde er da auch des Fremdgehens überführt, weil sie hat gar nicht so gut Sex gehabt die letzten Tage vielleicht. Ja, das wäre dumm. Aber das ist so witzig. Stell dir mal vor, du bist einfach so real und so authentisch, dass du, da wird einmal eine Fernsehkamera auf dich gehalten und dann ist das dein Statement. Nee, der war klassisch sauer. Dieses klassisch sauer gibt's ja noch ganz selten, wo dir wirklich so, kennst du das, wenn du in einem privaten Streit... Also ehrlich sauer. Ja, du weißt, in einem privaten Streit, du weißt, der Satz, der dir jetzt gleich durch, der geht gerade durch den Frontallappen in den Mund und wird gleich dein Körper verlassen. Du weißt aber schon im Hirn, weißt du schon, als der gerade entsteht, das ist falsch, das jetzt zu sagen, es ist falsch, aber es kommt raus. Ja, ja, weil man sauer ist. Weil man stinksauer ist, weil die Leute alle nicht mehr sauer sind. Man muss mal wieder richtig sauer sein, ey. Ja. Kennst du es, wenn man so sauer ist, dass man merkt, wie man so breiig in der Birne ist und seinen Punkt gar nicht klar formuliert bekommt? Dann gebe ich immer Bild-TV-Interviews. Ah, ja. Spätestens dann. Aber genau in dem Moment haben die den erwischt, ey. Okay, Tommy, eine Frage habe ich noch. Letzte Frage. Welchen Tipp, den du anderen Leuten gibst, jeder hat ja so seine Tight Five Tipps, so Lebensweisheiten, Tipps, was auch immer. Welchen dieser Tipps, den du anderen Leuten gibst, solltest du, wenn du ganz ehrlich bist, selber mal ein bisschen mehr beherzigen? Ich kann da gar keinen genauen sagen. Ich finde immer diese ganzen, was ich auch immer, ich neige dazu, diese Floskeln, wenn es einem schlecht geht, so. Also dieses, konzentrier dich auf dich, sei nicht traurig und so, sei nicht traurig, ist auch so ein geiler Satz. Und diese Tipps, ne, lass dich nicht unterkriegen und sowas. Aber wahrscheinlich sind es aber auch einfach unsere Lifehacks, von denen ich glaube ich keinen benutze. Also das sind so die, ich glaube, das ist es, ehrlich gesagt. Ja, okay, ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen was. Nee, ich bin kein Tippgeber. Ja. Ich lasse die Leute immer ins Verderben rennen und dann sage ich, sei nicht traurig. Ja, ne? Boah, das ist so witzig, hat mir ein Kumpel mal erzählt, dessen Namen ich jetzt nicht sage, damit er seine Beziehung weiter... Matuschek, sag einfach Matuschek. Ja, genau, mein Kumpel Matuschek. Und dann Helge prompt. Ja, und dann Helge so. Nee, und dann er hat mir erzählt, dass seine Freundin arbeitet in der Altenpflege, okay? Ja. Ehrbarer Job, viel Verantwortung, wenig Geld, wenig gesellschaftliches Ansehen, richtiger Missstand, so wissen wir alle. Und die hat sich dann ihm gegenüber mal so ausgekotzt, wie scheiße alles ist und wie schlecht bezahlt sie ist und wie ihr alles wehtut, weil sie da so körperlich halt auch voll viel arbeiten muss und so. Mhm. Und mein Kumpel war halt so genervt, nicht davon, sondern war generell, hatte einfach einen schlechten Tag und hatte gar keinen Bock auf dieses Gespräch und hat dann wirklich einfach den schlechtesten möglichen Tipp einfach so gesagt. Wirklich, diese Frau hat ihm sein Herz ausgeschüttet, so, sie ist gerade schwanger von ihm, während sie das erzählt, ja? Ja. Und er sagt einfach nur, ja, Augen auf bei der Berufswahl. Hä? Wow. Das war so, ja, das hättest du auch vorher wissen können, mäßig. Ja, ey, fand ich sehr gut. Schöne Grüße an Matuschek. Es gab eine schöne, nicht schöne, aber eine kuriose Situation auf dem, bin ich geflogen aus der Toskana nach Deutschland. Nimm das, Greta. Und deshalb wähle ich AfD. Alter, die AfD hat ein Plakat, richtig krass, da ist der Slogan auf Türkisch und dann daneben steht die deutsche Übersetzung und da steht, Atatürk hätte AfD gewählt. Ach du Heilige. Oh Gott, ey, die sind einfach Clowns. Also wie Clowns. Also, bin ich nach Hamburg geflogen, weil man von da super schnell nach Köln kommt, das war der Grund, und bin aus Florenz nach Hamburg geflogen. Neben mir saß ein
Da ist nämlich der innere Rassist in mir angesprungen. Neben mir saß ein arabisch aussehender Mann im Flieger. Und der Flieger ging in Hamburg und er saß da so und hat so auf sein Handy geguckt und hat irgendwie so ein bisschen geschwitzt auch und starr geguckt und war so ein bisschen, hat mich irgendwie so ein bisschen unwohl gefühlt. Und er sagte plötzlich so, während wir auf der Startbahn waren, I want to kill. I want to kill. Und ich so, okay, jetzt wird's funny hier. I want to kill. I want to kill. Immer wieder und hat mich so angeguckt. Und ich so, warte mal, einfach halt kurz davor, Leute, mach noch mal, setz noch mal grad, schalt noch mal auf N hier den Vogel. Ich glaube, wir müssen mal kurz hier unten in Italien bleiben. Und dann sehe ich so, wie gucke ich auch mal auf sein Handy, was er mir entgegengereckt hat, weil ich habe nur in die Augen geguckt. Der Mann wollte nach Kiel. Also I want to Kiel nach der Landung. Und der innere Rassist in mir hat, ich habe schon nach einem Taser gesucht, links und rechts in meiner. Aber der Mann wollte einfach nur von mir wissen, wie er am besten von Hamburg dann nach Kiel kommt. Und ich natürlich mit 800er Puls und so, ja, das ist gar nicht so schwer. Sie müssen dann in den Regionalexpress. Und habe dann natürlich mich ganz weltmännisch gegeben. Aber das war schon eine sehr, sehr komische Situation. Das Herz in die Hose gerutscht. Ey, Mann, Alter, ich muss ganz kurz, ich muss hier mal kurz ranten. Oh. Ich hasse Berlin. Ganz gerade. Anders als sonst. Ganz anders als sonst. Sonst bin ich ja immer bei den Leuten. Ich hasse Berlin gerade. Berlin geht mir so unglaublich auf den Sack schon wieder. Mhm. Also es liegt auch daran, dass ich gerade in so einem richtigen After-Tour-Loch hänge. Einfach so, weil jetzt irgendwie so seit 3 Tagen oder so bin ich jetzt quasi wieder hier und es ist Ruhe so ein bisschen. Aber ey, Mann, Alter, das ist auch wirklich, nur Berlin macht am Wahlsonntag einen Marathon in der Stadt. Also wirklich, sowas macht nur Berlin. So einen kompletten Scheiß. Was sind das für Leute, Tommy, die einen Marathon veranstalten? Also ey, und dieser scheiß Marathon. Generell schon. Der führt doch, Mann, ey, mach den doch in Brandenburg. Mach doch den Berlin-Marathon in Brandenburg. Da ist doch viel mehr Platz. Aber jedenfalls, der Marathon führt auch direkt bei mir an der Straße vorbei, ja? Und am Wahltag haben die um 7 Uhr morgens angefangen, da irgendwelche so, weil bei mir war natürlich auch noch genauso eine Station, wo du dir so Getränke und so greifen konntest. Das heißt, die haben da einfach unglaublich viele von diesen Biertischen aufgeklappt. Ich bin morgens um 7 wach geworden mit diesen Geräuschen hier. Rop, 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 rop. Haben die da die Tische aufgebaut. Alter, ich bin wahnsinnig geworden. Und dann ab 8.30 Uhr ging's los mit DJ Ötzi Mucke, Alter. Dann standen da 100 Helfer und Helferinnen und ein zukünftiger Ken Jebsen, Alter, der da irgendwie ins Mikrofon gebrüllt hat und da irgendwie Stimmung gemacht hat vor niemandem. Da war einfach, es waren keine Zuschauer da. Und dann kam als allererstes mal da irgendwelche Liegefahrräder langgefahren. Ich dachte mir, sag mal, jetzt machen wir ja, einen Marathon. Ja, da schließen sich immer so Trittbrettfahrer im wahrsten Sinne des Wortes, schließen sich auch immer so Marathon an. Ne? Ich verstehe das die ganze. Dann kommen so Leute plötzlich so Bollerwagen und sonst wie. Und links und rechts an den Seiten, da passiert ja mittlerweile das neue Programm. Ich war jetzt auch in Köln bei irgendeinem Lauf und habe da Bier getrunken. Also dahinter, ich war in so einem Biergarten, der neben dem Laufstrecke war. Ich weiß nicht, was das für ein Lauf war, kein Marathon. Und da hat sich auch so eine sehr weiße Trommelgemeinschaft zusammengefunden, die dann so afrikanische Sounds da zum Besten gaben. Und da in ihren dreckigen Sandalen und noch mit ein bisschen Magnesium an der Hand vom Klettern letzte Woche standen sie da und Karabiner, wo die Schlüssel dran sind an der Hose, ist klar, standen sie da in ihren Funktionssachen, haben da irgendwelche Safri-Duo-artigen Trommelbewegungen gemacht. Es war entsetzlich. Aber irgendwie, also die hatten Freude, das macht mir dann wieder auch Freude, aber der Sound natürlich wahnsinnig schlimm. Ja, Tommy, und dann ist da dieser, dann läuft da die ganze Zeit immer abwechselnd DJ Ötzi, I'm Blue Double D Double Die und Katy Perry, okay? Und das, dann gibt dieser Animations-Uli gibt da regelmäßig irgendwie das Update, wann ungefähr denn die Läufer da jetzt mal langkommen. Streckengöbbels ist das. Ein Streckengöbbels. Und dann diese ganzen Helfer an diesen ewig langen Tischen haben dann da angefangen, Bananen zu schälen und zu halbieren, damit du dir da im Laufen eine Banane reinpfeifen kannst. Ich wohne im Dachgeschoss, Alter, das hat alles nach Banane gerochen. Das war nur Loco, Alter. Und dann irgendwann kommen diese Leute, immer noch keine Zuschauer da, nur die ganzen Helferinnen und Helfer und so ein paar Bullen am Straßenrand. Und dann, und dann fand ich das ein bisschen witzig, weil die Spitze von den Läufern waren natürlich Schwarze. Ja, also die Marathon-Kings sind ja meistens einfach Kenianer oder so. Mhm. Und dann diese Bullen, um da so ein bisschen Stimmung zu machen, haben dann einfach so geklatscht. Und das fand ich so witzig, weil ich glaube, nur beim Marathon werden in Kreuzberg rennende Schwarze vom Polizisten beklatscht. Weißt du, wie ich meine? Die hatten die ganze Zeit einmal so den Reflex, so hinterher zu rennen, Alter. Aber haben dann doch wieder geklatscht.
Ja, ey, und dann musste ich. Aus Reflex. Ja, ey, und dann wollte ich wählen gehen. Ja, hier. Kamst du rüber? Das ist ja das Problem bei Marathons. Man kommt nicht über die Straße dann. Nein, Tobi, ich musste einen unglaublichen Umweg laufen. Ich habe 25 Minuten zu Fuß dahin gebraucht. Das ist Luftlinie 400 Meter, Alter. Weil die auch so, diese Ordner, die da in ihren komischen Adidas-Jacken rumstehen, die nehmen das ja auch so übertrieben ernst. Die sagen so, nee, das ist Marathon. Ja, hier gib ist Marathon. Den Leuten, gib den Leuten einen Uniform. Satz aus. Tobi, die haben einen Satz aus, wenn ich gelernt, nämlich, nee, ist Marathon. Das ist Marathon. Kannst du ja, es gibt Leute, die machen dann einfach ihren Job. Ich saß mal in Hongkong im Flughafen, was man so macht, und saß da auf so einer Bank. Und da war da auch eine Putzkraft und wollte dann auf dieser Bank gerade wischen. Und ich saß da halt und hatte die einfach so gegen meine Hüfte die ganze Zeit mit dem Wischmopp. So, dass ich so aufstehe. Ich so, sag mal, was ist das jetzt hier? Bin ja aufgestanden, ohne eine Miene zu verziehen. Wie so ein Roboter. Und ja. So sind auch tatsächlich Ordner, auch beim Fußball auch. Die haben dann so ihren Auftrag, die kriegen ihr Leibchen, das hat dann sowas ganz Heroisches, so, da kommt dann richtig klassische Musik, so, da haben die dann Wagner im Ohr, wenn die so ein Leibchen angezogen bekommen und dann nur noch die Mission. Hier ist Marathon. Hier ist Marathon. Ey, ich bin irre geworden, Alter. Und dann gab's ja in Berlin auch so richtige, durch den Marathon gab's dann auch noch total die Probleme, weil manche Wahllokale einfach mit zu wenig Stimmzetteln ausgestattet waren. That's a Berlin thing, ja. Ja, oder einfach mit den falschen, so in Kreuzberg gab's irgendwelche aus Charlottenburg und umgekehrt. Man konnte noch Stoiber wählen und Brandt. Es waren einfach so ganz alte. Einfach so richtig alte Wahlzettel. Und dann haben die das irgendwann gemerkt und sich gedacht, oh fuck, wir brauchen die richtigen Stimmzettel. Ja, kam nicht an wegen dem Marathon. Ich dachte, ich spinne, Alter, weil die ganze Stadt dicht ist wegen der Kacke, Alter. Die Kenianer haben die dann gebracht. Das war lustig, weil die schnellsten waren einfach. Ja, das ist wie das Gell oder nicht wahr. Nicht wahr finde ich auch gut. War ein bisschen das ist immer ganz alte Zeit, wenn du noch von einem älteren Mann oder älteren Frau hörst, irgendwie nicht wahr. So nach einem. Ja. Das finde ich immer schön, weil das stirbt, glaube ich, aus wie der Name Uwe. Jetzt glaube ich auch. Also ein random Beispiel war das denn? Ja, ist doch so. Ich glaube, es gibt noch irgendwo. Wo ist der jüngste Uwe? Schreibt uns bitte mal, wo ihr glaubt, ist der jüngste Uwe. Ich kenne den jüngsten Uwe. Ja, den müssen wir begleiten, weil der wird der letzte lebende Uwe sein. Und der Uwe, den ich kenne, schöne Grüße an der Stelle. Weil der hat auch einen Künstlernamen, ich sag mal nur, er ist Uwe. Aber der ist ein B-Boy, der ist half. Was ist B-Boy nochmal? Breaker, ne? Ein sehr bekannter Breaker auch. Der hat es dann irgendwann auch bis zu den Flying Steps geschafft. Sein B-Boy-Name ist B-Boy Afro-Killer und Uwe ist einfach halb schwarz. Und das ist, glaube ich, der sich B-Boy Afro-Killer aka Uwe nennen sollen. Ich glaube, das ist aber der jüngste Uwe Deutschlands. Also der müsste mittlerweile auch. Circa? Ja, ich glaube, der war ein bisschen jünger als ich. Ich schätze, der ist jetzt so 28, 29 oder sowas. Okay, den müssen wir ab jetzt begleiten. In 60 Jahren Home Story mit Frauke Ludewig, die dann immer noch lebt und macht dann eine Home Story bei Uwe. Also ich war am Wochenende in einem Buchladen, weil ich gucken wollte, ob mein Buch Sonne und Beton als Graphic Novel schon ausliegt. Lag es. Das ist egal. Aber da habe ich gesehen, dass das Guinness Buch der Rekorde gibt's immer noch. Das Guinness Buch. Hast du mal reingeblättert? Was wird so aufgeführt mittlerweile? Was ist gelistet? Nee, habe ich natürlich nicht. Aber ich war erstaunt, dass es das immer noch gibt. Und da sind ja dann so Sachen drin wie, der hat irgendwie hier die meisten Cola-Dosen oder sowas. Und das heißt doch, Tommy, dass es irgendwie muss, also irgendwann sitzt einfach die so ein Typ. Die meisten Cola-Dosen. Ja, wirklich, Tommy. Und dann irgendwann gibt's diesen Moment, wo dieser Mensch so bei sich zu Hause sitzt und sich dann einfach so umguckt und sich dann so denkt so, ich glaube, ich hab am meisten. Ich hab die meisten. Und dann muss der da anrufen bei diesem Guinness-Komitee und einfach sagen, ich glaube, ich hab die meisten. Ihr müsstet hier mal zählen kommen, weil ich bin der arme Idiot, der am meisten Cola-Dosen hat. Diese arme Sau, ey. Das ist nie eine gute Geschichte, der kann mit nichts anfangen. Das ist wie wenn so 60-Jährige erzählen, dass sie früher so zusammengeschlagen wurden von den Eltern und so. Und hat es uns geschadet? Dann zittern die so. Und man denkt so, ja, doch. Du pisst dich ein bei Vollmond, aber sonst glaube ich schon nicht, dass es dir geschadet hat. Ey, das ist richtig krass. In unserer Elterngeneration war es ja noch ein völlig normales Erziehungsmittel, seine Kinder zu schlagen. Das ist ja crazy. Ja, aber so, ich höre das auch immer, wenn dann Leute in dem Alter das erzählen, so, ich wurde dann vor meinem Alten verdroschen. Vorstellung. Ja, ey. Verdroschen ist schon so ein deutsches Wort für so mehr als vier, so, weißt du, das ist schon so verdroschen.
Boah, ey, bei uns gab es auch eine Siedlung weiter, ey, so ein armer Junge, ey, der wurde so krass misshandelt von seinen, wahrscheinlich seinem Vater, ey, so, boah, hat der mir leid getan. Ganz, ganz übel. Ja, gut, nächste Frage. Was war die Frage gerade? Weißt du, was die Frage ist? Gibt's Rituale in deiner Familie? Oh, was für ein Übergang, oh Gott. Müssen wir jetzt durch. So, Tommy, nächste Frage. Ja. Die ist jetzt richtig, also hier habe ich wirklich gemerkt, wow, ich habe wirklich gar kein Material für den Podcast-Anfragen rumliegen. Nee, Tommy, also die Frage ist, die ist wirklich unterirdisch. Da würde ich mir als Spotify, die jetzt gerade nochmal 3 Jahre verlängert haben, für unglaublich viel Geld, würde ich mir jetzt auch echt verarscht vorkommen. Tommy, bei welchem Buchstaben bist du jedes Mal überrascht, an welcher Position er im Alphabet ist? Aber ich hab, ja, klingt erstmal komplett gaga, ist es auch, weil deine Antwort ist jetzt vielleicht dann einfach so T oder so. Aber lass mal kurz Folgendes auf dich wirken, Tommy. Das Q, Q, der Buchstabe Q, ist viel früher, als man denkt. Mhm. Weil man hat bei Q so, ja, dann sind wir jetzt eigentlich schon am Ende, aber Tommy, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Da ist noch so viel hinterher und da bin ich wirklich überrascht. Das war immer meine Idee für so einen Bond, dass ich so, Bond sitzt an so einem Tisch und dann dreht sich so jemand ganz langsam um auf so einem Stuhl mit so einer Katze in der Hand. Ich habe sie erwartet. sagt mir gar nichts. So, wer jetzt. Und dann muss der Bösewicht halt aus seiner Rolle aus. Doch, ich habe mal auf sie geschossen. Das war in Tijuana da. Nee, klingt gar nichts. Nee, wo er dann erst noch den Erzfeind von dem Bösen noch erst so, ach der, nee. Ja, genau. Also, richtig. Nein, feierlich. Ich hab doch mal, ich hab hier mich extra umgedreht. Das ist ja auch so, ein Bösewicht trifft ja Vorkehrungen, ne? Der guckt ja aus dem Fenster, sieht Bond in seinem Aston Martin anfahren. Ah, er kommt. Und dann stell mal alles weg, ihr alle raus. Und dann dreht er sich ja so um. Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Und nimmt er so eine Katze in die Hand. Und so eine Katze bleibt ja auch nicht einfach sitzen, die hat ja einen eigenen Kopf, so eine Katze. Ja, Tommy, und dann stell dir mal vor, dann am besten so aufgeregt, dann drehst du dich so ein bisschen zu weit. Da musst du so komisch wieder nochmal so ein Stück zurück, so 6 Grad wieder zurückdrehen. Ja, aber Bond Gegner. Oder du ziehst es einfach durch, Tommy, und drehst die ganze Zeit in so einer schrägen Situation. Weil du dir jetzt nicht eingestehen willst. Oh, weia, er ist jetzt zu weit gedreht, ey. Du drehst dich einfach so auf halb zwei. Und dann, genau wie du sagst, du hältst einfach den Kopf so, als wäre das so Sinn der Sache. Und hast so einen richtig schiefen Nacken. Ja, oder hast du deine Beine, deine Knie zeigen dann so komisch halb weg vom Bund. Und dann siehst du, Tommy, dann sitzt du da wie so eine Meerjungfrau. Nee, wie so eine Frau im Western auf dem Sattel. Und, ja, genau. Und oder Bond oder Höchststrafe Bond kommt dir entgegen, im wahrsten Sinne des Wortes, macht so einen Sidestep, damit ihr einfach frontal voneinander steht. Ja, ey. Oder sitzt da wie so ein Achtjähriger beim Klassenfoto machen, wo man immer so unnötig schräg sitzen musste. Oder willst du dir da irgendwas erzählen von irgendeiner Atombombe? Setz dich gerade hin, wenn du mich bedrohst. Das ist mit dir. Wie schräg kann man sitzen, Alter? Warum musste man eigentlich immer so schräg sitzen? Das stimmt. Ja, ey, Mann, Alter. Oh Gott. Ey, übrigens, Thema Einkaufen. Ich war gestern einkaufen hier in Kreuzberg. Und da war an der Kasse neben mir war einfach so eine Privatperson, einfach so ein mittelalter Deutscher. Mhm. Der hatte den Einkaufswagen voll und der hatte wirklich nur Rochers. Der hatte den kompletten Einkaufswagen voller Rochers. Jan-Josef Liefers war das. Der war plötzlich ja Testimonial für Jan-Josef Lieferservice. Der war Testimonial für Rocher. Ja, das war so ein Deutscher und der stand dann da mit seinem Einkaufswagen voller Rochers. Das waren bestimmt so 40 so eine komischen, so eine 10er Boxen einfach. So. Und er hatte nur, Tommy, der hatte nur das. So, und dann kommt er an die Kasse. Der Kassierer war so ein junger Araber und der hat sich dann diesen Einkaufswagen angeguckt, meinte, kann ich den nicht verkaufen. Dieser komische Deutsche so rumdiskutiert, so, ja, wieso nicht? Ja, weil es im Angebot ist. Du kannst nicht das ganze Angebot wegkaufen. Andere Leute wollen vielleicht auch dieses Angebot wahrnehmen. Ja, aber ist das, darf man das dann nicht?
Ja, man darf im Supermarkt, das ist eine längere Diskussion, die dann entbrennt. Hast du dich mit eingeschaltet in die Diskussion? Später schon, ja. Und jedenfalls, dann hat dieser Deutsche irgendwie dann so gesagt, so, und das ist das eklig, ich hasse es, wenn Menschen das machen, auch so in der Gastronomie oder so, hat dieser Deutsche diese Karte gespielt. Er meinte so, ja, wollt ihr kein Geld verdienen oder was? Oh. Und ich hasse es. Das ist so der Hebel des kleinsten Mannes. Wenn er so in einer Bar sich dann, also früher, wenn ich so in der Bar noch gearbeitet habe, so irgendwelche besoffenen Idioten, die sich so völlig daneben benommen haben, wo ihr dann gesagt habt, nee, komm, du fliegst jetzt raus. Und so, ja, wollt ihr kein Geld mehr verdienen oder was? Ja, Dicker, ich scheiß doch, jeder scheißt auf deine 4 Euro für den nächsten Drink. Hau ab, ey. Und so diese Argumentation hat der gebracht. Haben die da so rumdiskutiert. Und der Araber, der war richtig witzig, weil der hat so, kennst du so Leute, die so über andere Leute reden, aber so richtig laut, sodass die anderen das safe hören. Ja, klar. Er hat den die ganze Zeit so nachgemacht, meinte er so, ja, ich will ja mein Rocher haben, ja, Salome. Er hat die ganze Zeit so rumgeflucht und dann musste der Filialleiter angescheißert kommen und dann hat der dem Typen erklärt, nee, wir können hier, sie können hier nicht irgendwie 40, sie können hier nicht irgendwie 40 Pakete verkaufen, das gilt hier ganz klar nur für Hand, also hier kann man nur so handelsübliche Mengen kaufen, also für den Privatgebrauch, weil das sah halt voll so aus, als wenn der sich hier im Angebot da seine Rochers kaufen will und die dann, weiß ich wo, an irgendwelche Privatpersonen teurer weiterverkaufen will. Der Deutsche wollte einfach einen Schnapp machen. Der will ja nicht 400 Rochers haben. Was willst du mit 400 Rochers? Wenn ich hinter ihm, wahnsinnig hungrig ist er vielleicht. Ja. Oder lange Autofahrt vor sich. Ich hätte ich dahinter gestanden, hätte jetzt gedacht, der ist vielleicht Unternehmer oder so und es ist Weihnachten und das ist für die Belegschaft. Das hätte ich jetzt vielleicht gedacht. Das wäre jetzt meine Denke gewesen. Du glaubst, der wollte einen Riss machen? Der wollte einen Schnapp machen, der sah absolut nicht aus wie ein Unternehmer. Und vor allen Dingen, ey, also ich fand dieses Argument, ja, andere wollen auch was haben, fand ich völlig plausibel. Und dann kam der Filialleiter halt, hat ihm das erklärt und währenddessen stand alles andere still, weil irgendwie peinlich. Ja, mein Kassierer war auch involviert, so als ein bisschen, der war so, der hat auch Arabisch gesprochen, der war so, hat die ganze Zeit Arabisch mit dem anderen Kassierer gesprochen, dass der nicht ausrasten soll, weil der andere war richtig auf Strom. Ist wahrscheinlich immer im Arabischen, das finde ich immer toll, wenn man dann ein Wort erkennt, die ganze Zeit immer irgendwelche arabischen Wörter, dann Rocher zwischendrin fällt. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das rechtens ist, ihm das zu verbieten. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man jetzt einfach so als, du bist Milliardär und willst einen Prank machen, gehst in Aldi und sagst, ich hätte gerne einmal alles, das ganze Sortiment. Ja, ja. Das geht wahrscheinlich nicht, weil du so eine Grundversorgung dann leisten musst, aber ich hätte nicht gedacht, dass das auch bei Süßigkeiten gilt. Ich hätte gedacht, ich könnte mir alle Tafeln Schokolade in einem Rewe kaufen. Alle. Ja, jedenfalls, Tommy. Jedenfalls. Alle stand still. Alle haben diese komische Situation da beobachtet. Und dann sagt der Filialleiter, nein, wir können hier nicht alles verkaufen. Das ist ein Angebot. Da wollen irgendwie andere Leute auch was von haben. Hier gibt es nur handelsübliche Mengen. Und so für den Eigengebrauch. Und dann hat dieser komische Deutsche dann so einen richtig dummen Vergleich gemacht. Er hat dann so da die ganze Zeit rumdiskutiert und meint dann so, ja, also wenn sie kein Geld verdienen wollen, na gut. Aber jetzt nur mal als Beispiel. Wie wär's denn jetzt, wenn ich, sage ich mal, 6 Liter Milch kaufen würde? Und da... Ich bin aber noch bei ihm so ein bisschen. Nein, weil wie kannst du denn bei ihm sein? Und da bei diesem komischen 6-Liter Milchvergleich ist mir dann die Hutschnur geplatzt. Habe ich dann so gerufen, was ist das für ein komischer Vergleich? Was haben denn 6 Liter Milch mit 40 Packungen Rocher zu tun? Das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Jetzt kauf deine 4 Packungen und hau ab, ey. Du hältst hier alle auf. Was machst du denn? Du kannst doch nicht an der Kasse stehen und da irgendwie diskutieren wegen 40 Packungen Rocher. Das gibt's einfach nicht in Deutschland. Dann geh halt zum Metro. Kauf doch bei der Metro deine 40 Packungen Rocher, aber nicht hier im Edeka in Kreuzberg. Die Leute wollen ihr Rocher haben und wollen nach Hause, ey. Hör doch mal auf, zu diskutieren mit deiner Milch. Alter, was haben denn 6 Liter Milch damit zu tun? Das ist überhaupt nicht vergleichbar. 6 Liter Milch ist überhaupt nicht viel. Das ist ganz normal, wenn du Großfamilie hast. Das ist ein völlig normaler Amount. Was ist das für ein schlechter Vergleich? Was viele auch nicht wissen, du standst wenn ich den Typen jetzt nicht abstechen darf, ja, wie wär's denn beispielsweise, wenn ich jetzt meinen Kumpel schubse? Ja, das ist ein ganz anderer Sport. Das ist ein fünftes Beispiel heute, was du mitbringst. Der Beispiel. Was viele aber nicht wissen, dass du halt 20 Moncherie-Packungen gekauft hast.
So, und dann habe ich das mit der Milch gesagt, und dann hat sich der erste Araber-Kassierer eingeschaltet, so, ja Mann, ich schwöre, was soll denn das? Geh doch mal jetzt. Und dann hat er so diese zwei Schlangen gegen sich gehabt und dann so, ja Mann, nerv mal jetzt nicht, piss dich mal. Ja, und dann ist der einfach so unverrichteter Dinge dann einfach so abgezischt. Ah. Ja, so eine ganz komische Situation. Aber ich muss trotzdem nochmal hier den Finger in die Wunde legen, Tommy. Ich muss hier nochmal extra drei machen. Ich muss hier nochmal rein. Also, was ist jetzt mit der Bohrmaschine? Also, wenn ich dich nochmal hier paraphrasieren darf. Du? Also, eine Bohrmaschine ist, sage ich mal, ist eine teure Anschaffung. Sag ich mal, ist hinsichtlich seiner Benutzung, sage ich mal. Du hast so komisch hinsichtlich gesagt. Hinsichtlich der Häufigkeit seiner Benutzung. Das sind so Leute, die auch so normale Leute, die so, wenn die so ein offizielles Schreiben aufsetzen oder so ein Bewerbungsschreiben, die dann einfach da so krass einen wegsubstantivieren. Weißt du, was ich meine? Durch die Zurverfügungstellung der Bewerbung, die sie durch dessen Online-Stellung ich bereit geworden bin auf dieses Angebot. so Leute, ey. Ja, und du hast es doch verstanden, oder? Also eine Bohrmaschine, ich hab's verstanden, okay. Tommy, aber das ist doch vollkommener Quatsch. Ja, aber man hätte das doch nicht da in diesem Dennis bei Galileo doch nicht gesagt, wenn es Quatsch wäre. Jumbo Schreiner hat erzählt, während er gerade so 8 Schnitzel gegessen hat. Jumbo Schreiner muss so schlechte Blutwerte haben. Was macht eigentlich Olaf Scholz gerade? Ist er jetzt unser Kanzler? Weiß ich nicht. Ich habe vorhin erst ich muss noch mal was empfehlen. Shoutout an Thilo Jung von Jung und Naiv. Ich habe vorhin erst einen Talk gesehen von ihm mit einem Journalisten namens, warte, das muss ich jetzt kurz nachschlagen, mit einem Journalisten namens Oliver Schröm, der sich mit diesem ganzen Cum-Ex seit 8 Jahren als Investigativjournalist beschäftigt, mit diesem riesigen Cum-Ex-Skandal, dem größten Steuerraub in der Geschichte von unserem schönen deutschen Vaterland hier. Raub ist ein schönes Wort. Raub. Es ist wirklich Raub. Und Olaf Scholz ist da leider, der ist da involvierter, als man denkt. Also das ist nicht ohne. Also guckt euch diese Folge nochmal an. Vielleicht schreddert Scholz gerade irgendwas dahingehend. Vielleicht macht Scholz auch gerade gar nichts. Vielleicht guckt er auch gerade, wie er die nächste Rede noch emotionsloser halten kann. Aber ist es nicht schön, das denke ich manchmal, ist es nicht schön, dass wir in einer Demokratie leben, in der wir, und das vielen Menschen auf diesem Planeten geht es nicht so, wo wir einfach sowas sagen können über unser neues Staatsoberhaupt, ohne dass gleich irgendwelche Leute vor der Tür stehen und uns mitnehmen. Mann, Tommy, Alter, Olaf Scholz folgt mir auf Instagram. Ich kann noch mal den Quill. Der schickt manchmal eine rote 100 bei so neuen 12K-Sachen. Naja, Olaf, du weißt ja, was ich meine. Auf Insta, Alter. Wie geil ist das? Ich bin hier quasi Vizekanzler, Alter. Ja, aber das muss man doch mal appreciaten. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Es gibt so Kleinigkeiten, die wir so hinnehmen, genau wie es Cem Özdemir nach der Wahl sagte. Man kann über den Wahlausgang sagen, was man will, aber wie schön, dass alle Parteien dieses Wahlergebnis nicht anzweifeln. Und das stimmt ja auch. Und das sind so Kleinigkeiten, die muss man einfach mal so festhalten für sich, was es für eine Wonne ist, in so einem Land dann zu leben. Wirklich. Wir können einfach, überleg mal, der neue Staatsoberhaupt, du sagst so, der ist in so einen Skandal verwickelt. Guckt euch das nochmal an. Macht das mal in Minsk. Und dann guckt, was passiert. Ja, ey, ich habe gerade mal geguckt, Olaf Scholz hat einfach so 87.000 Follower, wie so ein Comedy-Newcomer. Wie so ein Comedy-Newcomer, irgend so ein Ausländer, der irgendwie so, der heißt dann so Olaf Scholz TV oder Olaf Scholz Comedy. Muss man darauf achten, ganz viele so Newcomer-Comedians, die Ausländer sind, heißen entweder .tv oder .comedy auf Instagram. Schöne Grüße. Ich hatte gestern übrigens wegen Pfandflaschen Wutanfall im Rewe. Ich stand da, hatte ein bisschen Zeitdruck, hatte so zwei so Tüten voll mit Pfandflaschen, dachte, die muss ich jetzt mal wegbringen. Und dann war das einer dieser Automaten, der einfach dann so behauptet, der Markt akzeptiert diese Flasche nicht. Und das habe ich hier gekauft. Und es hört nicht auf. Und wirklich so 5-mal reintun und dann immer noch nicht. Beim 6. Mal geht's dann. Und das hat wirklich eine halbe Stunde gefühlt gedauert. Irgendwann war so ein Mitarbeiter auch da. Und ich so, was soll denn das hier? Also ich kann Ihnen doch jetzt, wir können auch einzeln diese Flaschen durchscannen. Das geht ja auch. Das geht auch viel schneller. Lass uns das doch eben machen. Nee, das ist ja hier der Automat dafür. Ich so, ja, aber Sie sehen doch, also wenn sich Menschen wirklich so diesen, also ich will jetzt nicht hier wie so ein Apokalyptiker klingen, aber diesen Maschinen so unterwerfen. Ich so, das ist doch ineffizient hier. Ich muss 10-mal diese Flasche da reindrücken und er sagt immer wieder, die ist nicht von hier. Und beim 10. Mal,
Als wäre das so ein Beamter, der automatisch so beim zehnten Mal, ach so, ja, ist doch von uns, sorry, meiner. So, das ist die ganze Zeit. Und dann stinkt der auch noch aus dem Mund wie so ein, oh, keine Ahnung, also nicht der Typ, sondern der Pfandautomat. Und das war wirklich, es macht mich wütend, wirklich. Habe ich das nicht mal wütend? Ja, das macht richtig wütend. Habe ich das nicht mal im Podcast auch erzählt? Aber wenn ja, dann muss es schon ewig her sein. Früher bin ich zu Auftritten immer mit Bahn gefahren, so gerade als ich noch in Marburg gewohnt habe und so. Und manchmal, da war ich noch arm. Und da oft war auch meine Taktik, einfach einsteigen und hoffen, dass ich nicht kontrolliert werde. Oder hoffen, dass ich kontrolliert werde, während das Semesterticket noch gilt und danach nicht mehr. Oder so. Und dann, wenn ich dann doch kontrolliert werde, ja, okay, ich wollte mir gerade ein Ticket kaufen, ich bin gerade zugestiegen mäßig. Und habe ich auch mal so eine komische Situation gehabt mit so einem Fahrkartenkontrolleur, habe ich halt kontrolliert. Habe ich gesagt, ja, ich will ein Ticket kaufen. Und dann hat er auf seinem komischen Gerät rumgetippt, meint so, ja, es kostet irgendwie 80 Euro. Wieso kostet es 80 Euro? Das ist nur eine Station. Ich habe da im Internet vorher geguckt, so, das kostet 30 Euro. Also, nee, das Gerät sagt, kostet 80 Euro. Dann ich so, ja, aber das kann ja nicht sein für eine Station. Und ich habe ja extra vorher geguckt, das sind 30 Euro. Und dann hat sich das immer weiter hochgeschaukelt und er hat immer nur gesagt so, ja, aber das Gerät sagt, es kostet 80 Euro. Dann war ich halt wirklich irgendwann so, ja, okay, dann will ich jetzt bitte mit dem Gerät reden. Weil wenn Sie mir hier nichts anderes sagen können als dieses Gerät, dann möchte ich jetzt bitte mit dem Gerät mich unterhalten. Das ist auch so eine Situation. Und die Situation hat sich dann hochgeschaut. Ja, ich gesagt, nee, ich zahle ich nicht. Er meinte, Sie müssen nicht zahlen, sonst steigen Sie aus. Nee, ich steige ja auch nicht aus. Ich zahle den Preis, den die Deutsche Bahn verlangt und nicht, was dieses Gerät verlangt. Meinte, dann ruf ich jetzt die Bullen. Er hat gesagt, ja, dann ruf die Bullen. Und dann sind die Bullen nächste Station eingestiegen. Zack, und ich war natürlich wieder der Loser, wurde da rausgezogen, und dann stand ich da irgendwo in Hagen, Alter. Also wirklich, ey, dann will ich mit dem Gerät reden, ey. Ich muss, Felix, was verbinden, nämlich, ich hatte ja immer oft Wunsch, hier mal die Ekelfolge zu machen. Werde ich nicht, keine Sorge. Danke. Aber ich habe einen Fail der Woche, der sich ein bisschen mit dem Ekel, mit einer Ekelfolge verbinden lassen würde. Es war wirklich unangenehm. Und eine Hörerin hat damit, ich denke mal, das ist eine Hörerin, damit zu tun. Die kann mir dann mal schreiben. Also Folgendes ist passiert. Ich wurde Freitag geboostert. Freitag wurde ich geboostert. So. Hatte so ein paar, also war ein bisschen platt so und habe so anderthalb Tage nicht wirklich was gegessen. War dann auf einen Schlag aber wieder fit. Hab dann die glorreiche Idee gehabt, in Köln in der Südstadt in ein Brauhaus zu gehen. Und erstmal was Leichtes erstmal essen und habe dann gegessen, unter anderem eine wie alle Vegetarierinnen und Vegetarier jetzt mal weghören, eine Rinderbrühe, danach einen schönen Krustenbraten, so richtig deftigen Quatsch habe ich gegessen, deftig. Und irgendwann dann bezahlt, raus und irgendwann sage ich so zu meiner Begleitung, also wir waren da so Richtung Klotwigplatz, das war so 200 Meter entfernt von dem Restaurant, irgendwie, also mein Magen hat gegrummelt, ich wusste nicht, was passiert. Also ich habe noch nie so etwas gespürt. Ich dachte, ich platze. Ich dachte, mein Bauch platzt. Und man kennt ja seinen Körper schon ein bisschen. Und man denkt dann, und dachte ich so, warte mal, das ist eigentlich immer der Anfang von irgendwie so Durchfall oder sowas. Was passiert hier gerade? Plötzlich grummelt der Magen so sehr, dass ich dachte wirklich, ich kriege gleich einen Alien. Ich gebäre gleich einen Alien. Und sag so, ey, ich muss nochmal zurück. Es tut mir leid, hab gut die Situation gestellt. Ich muss nochmal zurück. Ich platze. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ich kann das nicht mehr halten. Es ist furchtbar. Richtig widerlich. In dem Moment, ich hatte schon die Situation, wo ich dachte, warte mal, wenn ich jetzt renne, dann kann ich es noch weniger halten. Also muss ich ganz langsam gehen, mich konzentrieren. Dieser eklige, jeder hatte mal diesen Moment. So richtig widerlich. Und in dem Moment kommt eine junge Frau mit ihrem Freund und sagt, Tommy, können wir ein Foto machen? Und ich sag wirklich so halb aggressiv, ja, aber schnell, ich muss aufs Klo. Das hat wirklich so passiert. Dann hat die sich neben mich gestellt. Ich hätte ja auch einfach sagen können, nein, weil ich hatte, also wie gesagt, ich mal Butter bei die Fische, ich habe mir am Klotwigplatz in Köln fast in die Hose geschissen. Ich muss es einfach mal so sagen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wie so ein Magen, wie so ein Norovirus überkam mich das. Ich habe einfach das Essen war fantastisch. Ich habe mich, glaube ich, einfach zu schnell mir das reingedrückt. Ich mache das Foto mit der. Und es ist mir jetzt unangenehm, vor so vielen Menschen das zu sagen, aber Felix, ich habe dann gepupst, während das Foto gemacht wurde. Ja, aber so hörbar? Ja, aber ich weiß bis jetzt nicht, weil die hat nicht reagiert. Ich hatte die dabei im Arm. Ich habe gepupst, der Freund hat das Foto gemacht. Es gibt also ein Foto da draußen, gerne schicken, irgendwo auf der Bonner Straße in Köln.
wo ich wahrscheinlich kreidebleich bin, eine junge Frau im Arm habe und die anfurze. Das ist so passiert. Und dann habe ich so, ich muss jetzt auch und bin war so richtig halb aggro, so ein bisschen wie so ein immer missverstandener Wiener Schauspieler. Lass mich in Ruhe, ich hasse mein Publikum. So, es war wirklich so unangenehm. Und bin zurück in dieses Restaurant, dann die Kellnerin zu mir, ja, 3G, 2G-Nachweis nochmal. Ich so, ich war doch gerade hier. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, ich habe was auf dem Klo vergessen, habe ich gesagt. Keine Ahnung, bin aufs Klo gesprintet und was dann da, also da ist der Vulkan in Las Palmas, ist da wirklich, naja, ich glaube, da ist Omikron entstanden danach. Also das war wirklich, ja, das war mein Fail der Woche. Ich hab einen Fan angefurzt. Felix. Und es ist so peinlich, es ist so schlimm, aber es ist passiert. Und ich finde, auch diese Seite muss man einfach mal zeigen. Das, keine Ahnung, es ist einfach durch, es ist wie furchtbar. Und ich habe auch so ein Lifehack aus dem Alltag, den bestimmt auch schon viele beherzigen. Ich kannte ihn aber nicht. Folgendes Problem, ich weiß nicht, ist Berlin ein sehr kalkhaltiges Wasser? Verfügt das über kalkhaltiges Wasser oder ist normal bei euch? Tobi, ist der Papst katholisch? Passt gar nicht. Und Tommy, nein, ist es auch nicht. Und zwar, ab wann ist ein Stau ein Aussteigestau? Was ist ein Aussteigestau? Naja, wo die Leute aussteigen aus dem Auto. Ach so, ein Aussteigestau. Ja, wenn... Ja. Ab dem Moment, Tommy, wo einer aussteigt. Ja. Also es gibt immer diesen einen ersten Typen, der sagt, so, jetzt ist ein Aussteigestau, glaube ich. Und, der hat auch immer einen Ball dabei. Weil ja, immer, wenn es diese Aufnahmen gibt, dann wird Fußball gespielt. Und dann heißt es in den Nachrichten auch immer, auf der A2 ging gar nichts mehr. Ja, ja, auf der A2 ging gar nichts mehr. Und dann gibt es immer einen so einen Typen, der wird dann so langsam so nervös im Auto, so guckt so seinen Beifahrer an, so, ist das jetzt ein Aussteigestau? Ist das ein Aussteigestau? Und dann irgendwann triffst du deinen Entscheidung und dann bist du der erste Göppel, der aussteigt. Und dieser Mann, der setzt ja wirklich, der geht ja wirklich all in. Weil der kann sich bis auf die Knochen blamieren, wenn es dann auf einmal weitergeht, dann musst du auf einmal zurück zum Auto rennen. Total. Wie so ein geprügelter Hund. Und dann die Gruppendynamik. Ja. Die Gruppendynamik. Oder du bist halt der krasse Typ, der einfach so forward-thinking-mäßig das als erstes gesehen hat und einfach einen Trend gesettet hat. Du bist einfach schlechter drin, steigst aus, wirst sofort überfahren. Ja. Von dem Auto, was so mit 30 an dir vorbeifährt. Ja, Tommy, oder du willst gerade aussteigen, machst die Tür auf. Du willst aussteigen, machst die Tür auf und dann zack, dann kommt der Krankenwagen und brettert dir die Tür auf. Nur weil du Idiot da unbedingt einen Aussteigestau anzetteln wolltest. Ja, bleib doch sitzen, Alter. Martin. Ja, warte doch erstmal ab, wirklich, ey. Wir stehen doch erst seit 2 Minuten. Die Frau ist richtig sauer, ey. Aber stell mal, du bist wirklich schlecht darin, sowas zu beobachten und steigst aus, aber wirst dann halt nicht mit 180 umgehauen, sondern so, dass es so richtig wehtut, so mit 12 km/h, so, ah! So richtig, so das Bein, so in den Kotflügel, so, sag mal, bleib stehen, dass es so richtig nervig ist für alle Beteiligten und auch blöd aussieht. Tommy, die wird einfach nur so das Sprunggelenk rausgedreht. Also ja, das ist so richtig, so, das hat so 8 Wochen, die nächsten 8 Wochen sind scheiße, weißt du, in dem Moment vom Kontakt, weißt du, oh nee, die nächsten 8 Wochen werden kacke. Weißt du, ich meine, in dem Moment ist dir alles klar, oh, das wird richtig scheiße. Was ist denn eigentlich, da würde ich gerne mal, da können mal Leute aus diesem Segment Bezug nehmen, wie ist das denn, wenn jetzt wirklich dann so ein Krankenwagen vorbeifährt und im Hintergrund ist irgendwie, also die fahren wirklich zu was Wichtigem, keine Ahnung, Autounfall mit 3 beteiligten Karren. Auf dem Weg dahin sehen sie diesen Sprunggelenk-Andi, der dann da also richtig Schmerzen hat und auch vielleicht auch blutet. Die müssen den doch dann einfach links liegen lassen, oder? Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich. Ey, der kann sich da schön alleine um sein Sprunggelenk kümmern, nur weil er da unbedingt aussteigen wollte. Aber Sprunggelenk Andi auf jeden Fall Folgentitel. Richtig guter Folgentitel, ey. Und dann habe ich im Hintergrund gesehen, das war in Gelsenkirchen. Und das war in einer Straßenbahn oder in irgendeinem Bus da. Und im Hintergrund habe ich gesehen, dass der Slogan als Aufruf, dass man Maske tragen soll. Und das ist einfach so irgendwie, keine Ahnung, Straßenbahn Gelsenkirchen, mach's wie Zorro, fahr mit Maske. Das stimmt gar nichts. Zorro hat erst eine Maske über die Augen und der ist auch Bus gefahren. So, also
Machst du wie Zorro mit Maske? Tommy, bei Zorro, was für eine Referenz. War das letzte Mal irgendwas über Zorro? Ist ja nicht Spider-Man oder so. Ich glaube, Zorro war der letzte mit Antonio Banderas 96 oder so. Fun Fact, ich wurde mal beim Schwarzfahren erwischt früher und da musstest du immer deine Personalien angeben und das waren auch so eine zahnlosen Mäuse, die ich da kontrolliert haben, weil die durften ohne Sch machen. Und dann habe ich da einfach in meinem Personal einfach Antonio Banderas reingeschrieben. Und ja, so schließt sich der Kreis. Das ist ja, ja Wahnsinn. Aber Thema Zorro, vor allen Dingen ist Zorro wirklich eine schlechte Referenz, weil bei dem sind ja wirklich genau die Sachen bedeckt, die egal sind. Also es ist wirklich, deine Augenpartie ist wirklich kein Pandemietreiber, ey. Warum fährt Zorro nicht mit Maske, Bus, so, das stimmt einfach auch nicht. Ja, habe ich immer als schöne Situation erlebt. In Köln haben wir am Neumarkt Leute, Schwarzfahrer rausgeholt aus der Bahn und ich saß da und dann haben die mit dem geredet, so, also wegen Personalien aufnehmen. Und dann ist er einfach weggerannt und die, die Reaktion war nicht irgendwie herrennen oder so, sondern der eine so ein korpulenterer Ü50-Typ so, oh Mann! Und wir haben alle sofort so losgegeiert, alle, die da standen, weil das als Reaktion von irgendeiner ausführenden Gewalt in dem Moment so, boah, Mann, wie so ein Richter, ich verklagt sie zu 3 Jahren Haft. Nö. Oh Mann! Ich war doch mal mit meinem Bruder und meinem Vater, haben wir mal quasi so eine Jugendverschickungsreise gemacht, aber für eine ganze Familie. Da war ich mit meinem Vater und meinem Bruder, sind wir nach Kroatien gefahren mit einem Reisebus, mit so einem Reiseunternehmen. Mhm. Und es war voll der geile Urlaub, aber die Pension, in der wir da untergebracht wurden, war absoluter Dreck eigentlich. Aber mein Bruder, mein Vater und ich zu dritt halt in einem so einem Zimmer gepennt. Mhm. Und da gab es einen so einen Abfluss, der die ganze Nacht Geräusche gemacht hat. Bis irgendwann mein damals 12- oder 13-jähriger Bruder herausgefunden hat, wie das aufhört. Und das war wirklich Herrschaftswissen, weil er hat es uns einfach nicht verraten. Ich weiß das bis heute Schwein. Nicht, wie er es gemacht hat. Wir waren immer so, das Geräusch nervt, ist mein Bruder eine Sekunde ins Bad, ratsch, 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 dann war es vorbei. Das war unglaublich. Ey, man liegt da auf dem Sterbebett und du schüttelst ihn. Sag mir, wie du es gemacht hast. Nein! Du bist nicht mein Vater. Ja, ich weiß, aber ich will es wissen, Alter. Ich werde niemals mein Wissen über das Geräusch in Kroatien preisgeben. Und dann, EKG. Und dann so, ey, apropos, du hattest gerade irgendwas gesagt mit auf die Schnauze gefallen. Nee, aber ich mache ja gerade Quarantäne quasi. Also ich mache selbstverordnete Quarantäne, weil ich fliege ja, wenn die Hackis das hören, vorgestern nach Dubai, wenn wir aufnehmen, aber morgen. Und ich wollte mich jetzt nicht noch auf den letzten Metern hier mit irgendwas infizieren. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal so in Selbstquarantäne begeben. Ja. Und muss ganz ehrlich sagen, es macht ja 2 Tage Spaß, danach ist es ja todeslangweilig. Ja. Also das ist ja richtig langweilig. Macht ja gar keinen Spaß. Und ich hatte eine richtig große Erkenntnis über mich selber, die jetzt ein bisschen eklig ist, aber eine richtig große Erkenntnis über mich selber. Also ich habe wirklich gemerkt, Tommy. Du schaffst es 5-mal am Tag zu onanieren. Hättest du nie gedacht. Mit 16 ja, doch, noch, aber jetzt nicht mehr. Das wusste ich. Nee, Tommy, die Erkenntnis ist, also ich dusche schon wirklich fast nur für andere. Also, das habe ich schon wirklich gemerkt, dass es gibt jetzt kein genuines Eigeninteresse daran zu duschen, habe ich gemerkt. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Weil ich denke so, ja, ich sehe hier eh keinen, so. Der Voltfahrer, wenn der vorbeikommt oder der Flinklieferant, der hat eh eine Maske auf, so. Also, wem mache ich denn hier was vor? Tue ich doch lieber was für die Umwelt und dusche jetzt einfach mal nicht. Ich war gestern in einem Laden für Kaffeemaschinen oder Kaffeemaschinen-Sortiment. Und dann habe ich ein Beratungsgespräch gesucht und meinte so zu dem Typen, zu dem Verkäufer. Und der hat, ich will nämlich darauf hinaus, der hat auch so einen Gag verkackt. Und das hat einfach, nicht verkackt, aber es hat zu lang gedauert einfach. Ah, ja. Ich brauchte den Witz nicht für die Situation. Ja. Und habe dann so gesagt, irgendwie kriege ich das nicht hin, diese Kaffeemaschine so im Leerlauf mal durchzuspülen. Ne? So ohne irgendwie was reinzulassen, dass sie einfach mal durchgespült wird. Dann meinte er, ja, aber da müssen Sie den und den Knopf drücken. Und Sie müssen das aber auch machen, sonst verhält sich die Kaffeemaschine bald wie die Deutsche Bahn. 21, 22 und ich gucke ihn so an, ja sag jetzt, ich brauche den Witz nicht, ich brauche nur Info. Die streikt. Und ich habe wirklich so geblinzelt, so das war so 16, 17 Uhr samstags und ich wollte einfach nur so raus, ja, sie streikt. Und dann bekommen sie keinen Kaffee mehr. Hä? Dann hat er auch da hinterher geschoben. Das ist wirklich... Auch wieder bleibt bei deinen Leisten. Viel zu spät auch noch hinterher. Ja. Oh Mann, ey, vor allen Dingen, Tommy,
Vor allen Dingen ist der Joke auch voll outdated, weil die Bahn steigt seit 5 Monaten nicht mehr. Ja, vor allem, ja eben. Ich glaub, Klaus Wieselski macht doch gar, also der war seitdem 2-mal beim Promi-Dinner, der macht doch gar nichts mehr, oder? Also, wollte er gerade sagen, hat doch alles geklappt? Also die haben doch ihre Lohnerhöhung bekommen. Findest du es schlimm, wenn Leute für ihren Lohn streiken oder was, du unsolidarisches Kaffeearschloch, Alter? Stimmt. Im Nachhinein hätte ich eigentlich auch eher mit einem altbackenen Verspätungswitz von 2004 gerechnet, weil du hast schon recht, Streiken ist überhaupt kein Thema gerade. Ist gerade gar nicht Thema. Was ist denn noch so kindisch an mir? Naja, also, da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich weiß halt nicht, was ich letztes Jahr geantwortet habe, aber ich bin einfach... Bei mir ist so Aberglaube. So, wenn ich jetzt... Aberglaube? Ich werfe jetzt das und das in den Mülleimer, wenn ich treffe, dann wird das morgen gut, was ich dann vorhabe und so. Weißt du, solche Sachen? Ach, so eine Schoten? Ja, aber auch so, ich habe letztens auch mit dem Hund meiner Eltern gesprochen, als niemand im Raum war, habe gesagt, er kann jetzt, wenn er jetzt was sagt, ich verrat's keinem, dass er sprechen kann. Solche Sachen mache ich auch noch. Und wenn irgendwo so witzig. Spielzeugpistolen rumliegen, denke ich immer, ich bin Bond und... Mach ganz kurz so einen Move, als würde ich an der Wand stehen und so zielen und so. Da bin ich so. Spielzeug kriegt mich auch immer. Immer. Da bin ich kindisch. Du musst das Kind wieder. Markus, du musst das Kind wieder mehr in dir zulassen. Das ist wichtig. Ich finde deine. Ohne. Also, man, das ist halt. Guck mal, Tommy, in was für einer Situation ich hier gerade bin, okay? Guck mal. Ich finde, dass du den Precht sehr gut machst. Ich möchte dir dieses Kompliment machen. Ja. Ich kann es dir aber nicht machen, weil ich weiß, was das zur Folge hat. Verstehst du? Weil Tommy, Markus, du hörst ja schon nicht auf, Leute nachzumachen, die ich nicht gut getroffen finde. Ja, das meinst du, was sind sie vor den Spiegel gefahren? Was sind das jetzt? Ich bin der Kanzler. Ich habe nie den Gastfrau Referenzen gebaut. Referenzen, die unsere Väter schon zum Gähnen finden. Referenzen. Ja. Oder hier, ja, gut, ehrlich. Ja. Ich habe keinen Sklaven gesehen. Ja. Wer war das? Das war Matze Knob. Matze Knob, ey, Dicker, du kannst dir auch mal wieder ein paar neue Rollen rauf tun, ey. Matze Knob saß mal in der Quizshow und hat ein T-Shirt an, auf dem Matze Knob stand. Ja, natürlich. Gut. Das ist aber irgendwie auch, das ist wie der Algorithmus. Es ist ehrlich. Es ist irgendwie ehrlich. Ja, aber irgendwie auch nicht, weil er würde ja privat niemals... Felix Lobrecht drauf. Ja, aber es ist ja eben nicht ehrlich, weil er würde ja privat niemals dieses hässliche T-Shirt anziehen. Weißt du, wie ich meine? Also es ist dann ja doch nicht ehrlich. Ja. Ich hatte das aber auch letztens in Köln. Stand ich im Park mit 2 Freunden und dann fuhr da plötzlich so ein Kind in einem Affenzahn, wie wir 30-Jährigen sagen, fuhr das da lang, ohne Stützräder, am Heulen ohne Ende, fuhr aber auf so einem kleinen Fahrrad da lang, heulend. So, dann ist vorbei. Da hatte ich mir schon nichts gedacht. So, was war das denn jetzt für eine Aktion? Das war so ein Kind, was echt sehr früh schon ohne Stützräder fahren kann. So ein Kind in dem Alter. Und wirklich so 10 Minuten später kommt eine junge Frau, völlig aufgelöst, auf dem Fahrrad, hat noch so richtig gestresst, hat noch so ein anderes Kleinkind hinten im Fahrradkopf, dem das ja völlig egal ist, die ganze Tragweite der Situation. So ein bisschen rumquengelt, hat irgendwie so einen Zwieback in der Hand. Die hat auch noch einen Hund, so richtig viel hatte die, so richtig viel Verantwortung und gestresst und ist dann wirklich so fast schon hyperventiliert, hat sie mich so angesprochen. Ich so, wollt ihr ein Foto? Klar können wir ein Foto machen. Und Tommy, der die Situation gar nicht lesen kann. Ja, klar können wir ein Foto machen. Komm, wir werden Pipi. Zack, zack, zack. Sag mal jemanden grüßen. Oh, Fans, ey. Und dann habe ich meinen Schal zurückgeworfen. So, Lunch. Also wirklich, ich würde, es gibt 2 Sachen, die mittlerweile unter meiner Würde sind. Sag ich ganz arrogant. Sowas mache ich mittlerweile unter meiner Würde. Ja, da gehe ich nach Hause. Also da gehe ich nach Hause und ich werde niemals einem öffentlichen Verkehrsmittel hinterherlaufen. Naja. Niemals. Da komme ich lieber zu spät. Also wirklich, das mache ich nicht. So Leute, die dann wirklich so, habe ich ja auch jahrelang gemacht. Also jetzt nicht, weil es jetzt so geil läuft, sondern einfach, weil ich Student war und einfach zu einer Vorlesung musste. Aber jetzt denke ich mir, nee, dann komme ich halt zu spät zu dem Meeting. Ja. Ich renne nicht einer KVB hinterher, so, wo du dann so da drin stehst. Und im Sommer läufst du wieder schweißen, das ist wie so ein Achtklässler, so Schweißhaare. Ja. So hinten im Nacken hast du so kleine Schweißhaare, so wie so Zacken. Das mache ich nicht. Da passt auch perfektes Wort, da schwitzt man nicht, weil wenn du so völlig außer Atem, so völlig zugeschwitzt im Bus ankommst, da schwitzt du nicht, Tommy, da ist man übelst am Ölen.
Ja, bist du richtig am Ölen, Alter. Oh, wie hab ich das nicht mehr gehört? Ja, boah, ich bin so am Ölen. Ja, bist du richtig am Ölen, Alter. Alle gucken dich an und du so, ja. Boah, immer zu spät. Aber ja, ich habe irgendwo mein Ticket. Ich muss. So stehe ich nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, mit so einer, Tommy, mit so einer deutschen roten Backe, ey. Das ist auch so, no one's gonna fuck you like that, ey. So ein Deutscher, die so rot werden, mit so einer roten Aufregungsbacke, ey. Und überall ölt dir der Schweiß runter, du Stinkeschwein, ey. Mit 16, so ein 16-Jähriger, der so stinkt einfach so. ey, so wird es nicht. Oh Gott. Aber Tommy, ich habe hier eine richtig gute Überleitung jetzt. Ja. Weil ich habe nämlich noch eine Beobachtung zu mir selber gehabt. 16-jähriges Stinkeschwein. Ist doch wahr. Du kennst das. So 16-Jährige, die noch nicht so wissen, dass sie riechen, ey. Die so ihre Winterjacke, wenn es schon wärmer wird im April, so einfach nur die Kapuze so am Kopf festmachen, ja, hinten, ey, über den Ranzen legen. Ja, so Leute. Ich gehe zum Schwimmen. Ja, ich hab noch Schwimmen. Und die Teenies, die riechen wie so eine Zoohandlung. Eine Zoohandlung, wo du einfach so völlig legal Mäuse erwerben kannst. Was ist da denn eigentlich los? Für einen Zehner. Wie kann ich mir eigentlich für einen Zehner 15 Mäuse kaufen? Oh, Tommy, was meinst du denn? Tommy, was meinst du denn eigentlich? Was meinst du denn eigentlich, wie viele Väter da schon in so eine Zoohandlung gegangen sind? Hier, ich hätte gern 10 Mäuse. Was macht denn 10 Mäuse? Weißt du, so eine Väter, so eine Dad-Jokes, ey. Aber es ist wirklich so, du kannst einfach so in so einen Baumarkt gehen. Baumärkte haben ja auch immer Tiere. Tommy, du kannst da einfach, hin. Und vor allem, was ist mit den Tieren so, wenn da Feierabend ist? So, dann ist einfach wuff, 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 alle Lichter aus und so der Hase. Sag mal, ich bin immer noch hier. Ich bin noch hier. Tommy, du kannst dir da wirklich wahrscheinlich für 5 Euro kannst du dir da 60 Grillen kaufen. Du kannst einfach. Weißt du, was ich meine? Gehst einfach ein Säugetier kaufen für unter 50 Euro. Ja, aber nicht nur eins, sondern 9. Das gehört an dir. Da kannst du dir richtig viele von kaufen, ey. Oh, einfach nur, Gott, damit irgendwelche Assis ihren Schlangen was zu happern geben, ey. Oh, feier ist das entwürdigend, ey. So Assis, ja. Jedenfalls war ich 4 Tage in Köln und ich habe seit Ewigkeiten, schiebe ich vor mir her eine zum Zahnarzt-Gehung, weil ich mal wieder so Zahnstein entferne, so professionelle Zahnreinigung. Will ich schon die ganze Zeit machen, verpeile ich aber immer, mich drum zu kümmern. Und dann habe ich auch mal machen. Ja, und da habe ich einfach Nägel mit Köpfen gemacht und habe gesagt, nee, ich habe in Köln tagsüber wirklich auch Luft, ich mach das einfach in Köln. So, und dann habe ich mir in Köln einen Zahnarzt rausgesucht, der das macht, und bin dann da hingegangen, um diese Zahnreinigung zu machen, so Zahnstein entfernen, dieser ganze unangenehme Shit. Und darf ich ganz kurz mal fragen, kriegt man, weil ich bin überhaupt nicht im Thema, was Zahnärzte sagen. Ich bin, glaube ich, in den letzten 15 Jahren 3-mal beim Zahnarzt gewesen. Kriegt man für sowas einfach so, kriegt man da also, wenn man, selbst wenn man das privat dann, wie du wahrscheinlich das gemacht hast, zahlt, kriegt man dann einfach einen Termin? Also ja, ich glaube, ich habe 4 Ärzte angerufen und einer, und der 4. hatte dann Zeit da. Ah, okay. Und das war jetzt auch auf keinen Fall irgendwie so, dass die Hackis waren oder so. Also die wussten auf jeden Fall nicht, dass, also den Termin hätte jeder bekommen, so mäßig. So, jedenfalls bin ich dann dahin und da war es so eine komische Situation, weil du musst ja immer deine Krankenkassenkarte eingeben und dann war so, sie wohnen doch in Berlin. Dann habe ich gesagt, ja. Wieso sind Sie denn hier beim Zahnarzt? Ne, ich bin beruflich hier. Und das war so ein Sachverhalt für die. Die haben das überhaupt nicht zusammengekriegt, dass man außerhalb seiner Heimatstadt irgendwie zum Zahnarzt geht. Naja, ich will es die ganze Zeit schon machen. Jetzt habe ich gerade mal Zeit. Deshalb. Ja. Ah, aber haben Sie in Berlin keinen Zahnarzt? Ja, doch. Aber ich vergesse das immer. Ich will das jetzt einfach hier kurz machen. So, das war die Situation an der Rezeption da. Und dann bin ich dann später bei dem Arzt drin. Ne? Komischerweise hat das der Arzt selber gemacht. Und dann legst dich da hin. Also, der war voll nett, aber irgendwie fand ich, war die Praxis so ein bisschen mau ausgestattet, weil die hatten einfach nicht dieses komische Schwenklicht. Die hatten wieder, war einfach so Raumlicht an. Weißt du, was ich meine? Ja, das war so. Wie sah das Wartezimmer aus? Was wurde feilgeboten an Magazinen? Bunte? Gab es die Automotorsport? Die würde man sich ja nie kaufen. Ja. Auch eine Zeitung, die es schwer haben wird in Zukunft, oder? Ja, stimmt. Automotorsport? Schlecht gealtert.
Nee, ich bin gar nicht dazu gekommen, zu gucken, was da rausliegt, weil ich ja damit beschäftigt war, der Frau zu erklären, dass ich aus Berlin bin. Jedenfalls. Dann sitze ich da bei dem Arzt, dann fängt er da an hier, macht mir da sein komisches Lätzchen, also mein komisches Lätzchen um, steckt mir diesen Saugschlauch, der so den Speichel wegsaugt, so richtig tief in den Mund, sagt, okay, jetzt mal Mund aufmachen, fängt da an mit seinem komischen Zahnsteinbohrer und wirklich während er ansetzt, fragt er mich, Sie sind also aus Berlin, ja? Und ich hab ihn so, ja. Und dann hat er wirklich so einfach so in dem Moment so ein Gespräch mit mir angefangen. Und wie ist es so in Köln? Die fangen immer an. Die fangen immer mit den Gesprächen aber warum, an, sobald die Instrumente. Das ist doch der schlechtest mögliche Moment. Ich sah aus wie die Scream-Maske, Alter. Und der fragt mich auf einmal so, wie ich so Köln im Vergleich zu Berlin finde. Und da ist mir schon mal aufgefallen, Tommy, dass Zahnärzte geben einem immer so leicht vorwurfsvoll Tipps. Also es ist immer so ein bisschen Vorwurf dabei. Also sie putzen falsch, man putzt immer falsch. Egal, ob ich genauso putze, wie man es mir in der Grundschule beigebracht hat mit Kai, diesem scheiß Krokodil, Kaufflächen, Außenflächen, Innenflächen. So. So ein Arsch. Ja, richtiger Bastard, Alter. Wahrscheinlich haben sie recht. Bei Hart aber fair, ey, dann musst du dir einen Schal mitbringen, weil da so kalt und ungemütlich alles ist. Ey. Ich wäre, glaube ich, auch der Erste, wenn ich in so einer Talkshow wäre, viele dürfen sich ja die Getränke aussuchen. Lanz selber trinkt übrigens manchmal Pfefferminztee oder sowas. Aber manchmal auch so eine Cola, Light, glaube ich. Ist wahrscheinlich die zweite, wenn es eine Doppelaufzeichnung ist. In der zweiten, wenn du guckst, trinkt dann Cola. Oder, ne, und oft von dir zitierte Harald Lesch mit Hefeweizen. Aber ich würde, glaube ich, zu Nüsschen greifen. Ich wäre der Erste, der sich was zum Knabbern mitbringt. Zum Knabbern mitbringt. Ja, ich würde da so eine Packung so Öltje, Erdnüsse oder Cashews. So, weil, und dann, ja, und dann so richtig. Wenn du so dran bist, musst du runterschlucken. Ja. Ja. Ja, aber viele Leute wollen eben keine Windräder im Garten stehen haben. Kannst den Tontechnik auch richtig wahnsinnig machen, indem du dir einfach so Knickknacks da reinwürfelst die ganze Zeit, Alter. Rasch, rasch, rasch. Ja, aber da hört man dich auch, wenn du nicht dran bist. Ja, ja, ja. So, wenn du so eine alte Lanz-Folge, wo irgendwie dann so Leute irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwelche Geschichten erzählen und du hörst immer so auf der anderen Tonspur. So, irgendein ferner Verwandter von Anne Frank erzählt da gerade seine Lebensgeschichte. Und daneben so Tommy. Aber dann hörst du nochmal das Rascheln so von dem Glas so. Tommy, kennst du so? Kennst du so Erwachsene, die irgendwie immer Geräusche machen? Ja, boah, natürlich. So, einfach so, die wirklich keine 7 Sekunden ohne Geräusch ist immer irgendwie so. Irgendwas raschelt. Ist immer, ja, weil der Körper wird, glaube ich, ab 50 zum Geysir. So wie in Island. Da brodelt irgendwas, das sind so Säuren, die wir noch gar nicht im Körper haben. Irgendwas so. Ich fange jetzt auch manchmal an, haben mich auch schon Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts so aufmerksam gemacht, dass ich manchmal so Speiseröhrengeräusche aus dem Nick so. Du redest, kommt da irgendwas, was ich überhaupt nicht beeinflusst. Wie so ein Kühlschrank, der sich so einmal die Nacht meldet. Genau. Ja, aber exakt, sehr gut. Weil exakt das, so Geräusche, die ich selber gar nicht, so mein Hirn so, was war denn das jetzt? Also ich weiß, aus welchem 12-Fingerdarm kam das denn jetzt entfleucht? Und weiß übrigens nicht, wo der sitzt, 12-Fingerdarm. Keine Ahnung. Warum auch, Tommy? Dein Vater ist ja nur Arzt. Also, why would you? Warum sollst du das wissen? Was ich aber mit dir besprechen wollte, was richtig krass ist, man hat ja oft immer schon als normal denkender Mensch diese Doppelmoral im Kopf. Guck mal, das eine Tier streichelt man, das eine Säugetier und betrauert man, wenn es stirbt und sonst wie. Und gleichzeitig frisst man abends irgendeine Bockwurst oder so. Diese Doppelmoral hat man ja oft im Kopf. Aber bei mir war der Auslöser, der Tod von Diego jetzt so ein Auslöser, dass ich kein Fleisch mehr essen kann gerade. Das ist richtig, also ich krieg das nicht runter. Ja. Geflügel, klar. kein Problem. Nee, aber das schmeckt, das aus Säugetiere, schmeckt am, ich kann kein Säugetier essen. Ey, Tommy, das war so witzig. Wann war das? Am Mittwoch hatte ich meine erste Arena-Show in Hamburg. Also meine erste Arena-Show in meinem Leben. Vielen Dank an alle, die da waren. War mega. Und ich komm so gerade von der Bühne, war so völlig so, oh krass, was ist hier gerade passiert? 12.000 Leute, Wahnsinn, Wahnsinn, was hier gerade los war. Und dann gucke ich auf mein Handy, hab 12 verpasste FaceTime-Anrufe und 7 verpasste Sprachanrufe und noch WhatsApp-Calls Gott, oh Gott. Von meinem Nachbar Mehmet.
der bei mir, also der wohnt bei mir im Haus, von meinem Nachbar Mehmet, so viele verpasste Anrufe auf allen Kanälen. Da dachte ich, ey, fuck, was ist los, Alter? Ich dachte, bei mir wurde wieder eingebrochen. Er hat dann auch noch so Nachrichten hinterhergeschrieben, ruf sofort zurück, ist dringend, so mäßig. Mhm. So, ich bin noch so völlig angestachelt von der Bühne, wirklich so 5 Minuten danach oder so. Ich rufe ihn zurück per FaceTime, weil ich dachte, er muss mir irgendwas zeigen, dass er deshalb auch per FaceTime angerufen hat, meine Tür aufgebrochen oder irgendwas Schlimmes in meiner Wohnung passiert. Dann rufe ich ihn an, er geht ran, völlig besoffen, irgendwo an einem Strand und sagt einfach so, Felix, ich habe gerade deinen alten Klassenkameraden Ugo getroffen, Mann, warte mal, Ugo, komm mal, ich hab Felix jetzt dran, komm mal noch mal her, Ugo. Und dann dachte ich mir, was, Alter, deshalb rufst du mich hier an? Ja, wir haben uns gerade kennengelernt, ich wusste gar nicht, dass ihr zusammen auf einer Schule wart, in der Klasse waren, geil, Ugo. Die ganze Zeit so, ich sag, ey, Mehmet, Alter, ich hatte gerade eine Show, Rüssel aufgelegt, Alter. Hast du einfach direkt aufgelegt? Ich hab aufgelegt, ja, seid ihr wahnsinnig, Alter, ich dachte, meine Wohnung brennt. Ich dachte, meine Wohnung brennt und es wurde eingebrochen gleichzeitig, ey. Dann sowas. Aber es ist wirklich, man hat diese Intuition dann eigentlich. Also es kann, also, weißt du, also normal ist dann immer irgendwas. Ja, natürlich. Also bei der häufig, also wir haben jetzt, ist jetzt auch nicht so, dass wir so jeden Tag schreiben oder so. Deshalb, wenn der dann mal anruft und dann gleich 27 Mal, dann dachte ich, ey, das muss jetzt dringend sein. Ja. Und dann habe ich halt so aufgelegt, hab dann hinterher geschrieben, sorry, hatte gerade Show. Dann 20 Minuten später kriege ich da Fotos geschickt, die beiden da völlig besoffen. Oh, das interessiert einen einfach gar nicht. Und Fleiß wäre so eins. Fleiß, das ist irgendwie sehr deutsch, irgendwas mit PF zu schreiben, so mit Nachdruck. Ja. So wie Pfanne. Ja, warum gibt es eigentlich das V? Das habe ich noch nie, das konnte mir noch nie jemand richtig vernünftig erklären. Naja. Ja, ich glaube für die Eselsbrücke Vogel V. Ja, aber warum schreibt man den Vogel nicht mit F? Ja, und warum heißt der einzige Vogel, der dann V heißt, Pfau? Ja, da haben die Deutschen mit dem Fleiß zugeschlagen. Ja, da ist doch schon wieder Scheiße im System. Weil die Leute, diese Rechtschreib-Ullis, die ich hier schon mal zurecht angeprangert habe, einfach scheiße arbeiten. Weil die nur das SZ im Kopf haben, ey. Weil die nur ihr scheiß SZ in der Birne haben. Weil wir gerade übers Trinken reden und auch so flapsig daherreden. Ich muss mal eine Sache sagen. Wir haben ja in der letzten Folge wir sind dann in so eine Lobhudelei reingekommen gegenüber der Stadt Bremen. Haben gesagt, wir finden Bremen cool. Ja. Ja, Bremen ist toll. Und jetzt hat dieses Regionalmagazin von der ARD, Buten und Binnen, ist glaube ich das Regionalmagazin aus Bremen, einen Artikel darüber geschrieben, weil die natürlich dann stolz darauf sind. Und da ist mir erstmal aufgefallen, weil da so ein bisschen transkribiert wurde, wie wir hier reden. Da ist mir erstmal aufgefallen, wie vulgär ich manchmal, also ich hätte jetzt eher gedacht, dass du ein bisschen mehr der bist mit der Vulgärsprache und ich immer so ein bisschen versuche, den Akademiker raushängen zu lassen, was aber überhaupt scheinbar gar nicht der Fall ist. Weil hier wird das so, also Überschrift ist so sehr berlinig, Star-Podcaster schmettern Lobeshymne auf Bremen. Felix Lobrecht, Tommy Schmidt sind Host des Erfolgsmagazins, in der jüngsten Folge plaudert, das ist Comedy-Duo über Bremen und kommt dabei ins Schwärmen. So, da gibt es so einen normalen Abschnitt, so Heimat eines grün-weißen Traditionsvereins, Sehenswürdigkeiten und noch und nöcher, deutscher Impfweltmeister, es gibt viele gute Gründe, warum man Bremen mehr als nur gern haben kann. Und so weiter, Hack, so. Neben netten, jetzt geht's um uns, was wir so gesagt haben, neben netten Leuten wie etwa Fußballexperte Arndt Zeigler erfreut sich Schmidt, der im beschaulichen Detmold aus Westfalen geboren ist, unter anderem an der Heimstätte von Werder, einem, Zitat, geil gelegenen Stadion direkt an der Weser, wie der TV-Moderator betont. Auch das Becksbier, das es um die ganze Welt geschafft habe, hat es dem 33-Jährigen angetan. Ebenso wie Hakebeck, das ebenfalls, Zitat, total geil schmeckt, wie Schmidt sagt. Und last but not least, die alljährliche Breminale, bei der es, um mit Schmidts Worten auszudrücken, Zitat, man sich mit Haselnuss-Schnaps umnieten kann. Punkt. Nun gut, jeder wie er mag. Hä? Du redest so wie der letzte also Idiot, wirklich, ey. Also wenn ich jetzt Tommy, keine du redest Ahnung. Wie jemand, der sich schon mehrmals Radkappen im Internet bestellt hat. Aber wirklich, ich werde dreimal zitiert in diesem Artikel, zwei Sätze mit geil und einmal so, dass man sich auf der Breminale mit Haselnuss-Schnaps gut umnieten kann. So auf einer öffentlich-rechtlichen Website. Ich hätte mich vor dreien hätte ich mich in Grund und Boden geschämt. Jetzt nehme ich das Achselzucken so hin, versuche aber dran zu arbeiten. Jetzt Sendetermine drunter. Ja. Versuche aber dran zu arbeiten. Weil das war so ein bisschen,
ernüchternd. Ja, Tommy, dann siehst du, dann kriegst du auch mal gespiegelt, was ich hier Woche für Woche mit dir durchmache. Ja, geil. Sitzt geil, ja, geil. Felix Lobrecht, war Felix. So, ja, Felix Lobrecht und Joey Heindle. Gemischtes ja, Hack. Geil, Felix. Ne? Aber wenn du auf Tour bist, ne, auch geile Weiber. Ne? Erste Reihe, geile Weiber. Ne? So könnte der Pod, so kommt mir das jetzt vor. War ich ein so geil, rede. Dicker? Boah, ey, kennst du so Leute, die so... Die so furchtbar. So komisch vulgär mal reden. Oh, erstmal was fressen, war. So. Welche Vorsätze haben sich etabliert? Was hast du dir irgendwann mal vorgenommen und ist jetzt Teil deiner Woche? Naja, also Teil meiner Woche, weiß ich. Naja, auf jeden Fall dieses kein Fleisch essen war jetzt nicht so, ich nehme mir das vor, sondern es ist so in meinem Kopf gereift. Naja, ich mach das jetzt einfach. Hast du mich mit influenced übrigens, ne? Ich seitdem ja auch, ich bin zweimal schwach geworden, bin mit meinem Kumpel angekommen in Freiburg und abends um 22 Uhr und der hatte den Grill schon an und es lag alles drauf. Ja. Und das ist ein Kumpel aus Detmold, dem ich erstmal eine Stunde beibringen müsste, dass ich kein Fleisch mehr esse. Dann habe ich, ja komm. Da, sonst nicht. Also seitdem. Na, Tommy, als du bei mir zu Gast warst in der Show, hast du schon auch einen Burger gegessen. Nein. Hast du aber gesagt. Was habe ich da gegessen? Burger, hast du gesagt. Ja, Veggie. Oben gab's doch, es sollte doch Burger geben und da haben wir die nicht genommen und da habe ich einfach eine Pommes gegessen. Ah, sehr gut. Okay. Kannst du Gregor Rühl fragen? Gregor Rühl. Okay. Ja, also Fleisch essen war auf jeden Fall so ein Vorsatz, der ganz gut geklappt hat. Dann, was so zu einer Routine geworden ist. Also Hähnchen esse ich übrigens weiterhin, ne? Das ist ja klar. Ja, das hat man schon. die Tiere, die mit am meisten leiden sollen, auch weiterleiten. Zitat Ende, Tommy Schmidt. Und zwar, weißt du, wie die leiden sollen? Geil. Die so geil leiden. Ich bin sehr gut zu. Du bist ein Hahn, Alter. Vögeln. Kannst den ganzen Tag ficken, damit die Eier kommen, Dicker. Das kann, die Lokalzeit aus Bremen kann das wieder zitieren, gerne. Einfach ja, so. Ich bin sehr gut zu Vögeln. Ich bin so, Tommy, jemand, der so den Wortwitz gar nicht versteht. So, ich bin gut zu Vögeln. Ja, ich bin gut zu ficken. Tommy Schmidt, Wandtattoo. Ja. Oh Gott. Ich würde gern zum Abschluss der Folge eine Nachricht vorlesen, die bei meinem Ticketing ankam von zwei Besuchern der Premiere von All You Can Eat. Bitte. Die haben sich da irgendwie hinverlaufen und ich möchte einfach kurz dieses Feedback vorlesen. Einfach für die Aber Leute, nur wenn du dich vorher kurz räusperst. Gerne. Sehr geehrte Damen und Herren. Nach Besuch der vor knapp 2 Stunden geendeten Veranstaltung. Ich habe das nicht geschrieben übrigens. Ich weiß, ich würde genau so eine Nachricht formulieren, um die zu verarschen, aber ich habe die nicht geschrieben. So, sehr geehrte Damen und Herren, nach Besuch der vor knapp 2 Stunden geendeten Veranstaltung in Klammern 3.4.22 All You Can Eat von Felix Lobrecht in der Ballsport Arena Dresden haben wir fassungslos und empört vom Inhalt des Programms den Heimweg angetreten. Meine Frau und ich hatten uns auf einen unterhaltsamen Abend gefreut. Wir sind von Inhalten mit mehr Niveau, die zum Lachen anregen, ausgegangen. Stattdessen wurden im Programm von Felix Lobrecht eine Vielzahl problematischer Witze performt, die wir als außerordentlich unangemessen und deutlich unter der Gürtellinie empfunden haben. Es geht hier nicht mal um den einen oder anderen Witz, sondern um die vielen drastisch dargelegten Witzkampagnen in Klammern Adolf Hitler, Corona-Tod etc. Zudem wurde sich über Coronavirus-Testungen lustig gemacht. Sehr ironisch, dass der Künstler 2G+ für seine Veranstaltung gefordert hat. Sehr ironisch. Alles in allem war dies eine unserer Meinung nach sehr bedenkliche Performance, die an Niveau und Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten ist. Hier wurden klar gesellschaftliche Grenzen in einem Übermaß überschritten. Das war in keinem Fall von einem der erfolgreichsten deutschen Podcaster zu erwarten. Solche Art, nicht einen der, so. Ja, vielleicht meinen sie ja mich auch. Ja, stimmt, ja. Oh Gott, kleiner Arroganzanfall, das sei uns verziehen hier nach einer Stunde. Ich möchte das bitte vorlesen, den Leuten ist es hier wichtig. Ja, bitte. Solche Art von Performances sollten nicht der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zu der Veranstaltung waren bislang keinerlei Rezensionen verfügbar. Der Programminhalt ist nur als sehr gut beschrieben. Das war mein Pressetext. Dieser Meinung nach sind wir ganz und gar nicht. Vorab ließ ich nichts über solch drastisch überzogenen Inhalt recherchieren. Ansonsten hätten wir in jedem Fall von einem Besuch abgesehen.
Wir möchten Sie hiermit bitten, uns den Betrag der am 2.4. gekauften 2 Tickets zu erstatten. Wir möchten diese übertrieben unsittliche Art von Humor nicht mit den von uns bezahlten Ticketpreisen unterstützen. Danke Ihnen vorab für Ihre Rückmeldung. Familie XYZ. Immer aufrunden, wenn du es erstattest. Immer aufrunden. Ich hatte eine ähnliche Situation. Ich war bei Martin Suter und Benjamin von Stuttgart-Barre auf der Lesung eingeladen, auch auf die Bühne zu kommen. Karl Lauterbach war auch da. Und Stuttgart-Barre, wie er so ist, hatte Karl Lauterbach mega abgefeiert. Und das hat dann auch eine Frau veranlasst, danach eine wutentbrannte Mail zu schreiben, wo sie sagt, hier wird Wahlkampf gemacht für Karl Lauterbach und sonst was. Naja. Und als dann noch ein mediokrer Podcaster, in Klammern Tommy Schmidt, also ihr müsst jetzt nicht googeln, mittelmäßiger Podcaster, die Bühne betrat, war es endgültig vorbei. Ich wollte zu einer Lesung von Martin Suter irgendwie sinngemäß oder so und nicht zu sowas. Und dann, Martin Suter hat, glaube ich, auch aufgerundet und gesagt, hier für einen Kaffee noch und so. Nee, die kriegen, bei mir kriegen die keinen Cent zurück, ich habe denen 2 T-Shirts schicken lassen. Also Leute, all you can eat, ihr habt's gehört, da ist wirklich für jeden was dabei. Deshalb ist es ab 18, damit Familie XYZ aufhört zu jammern. Das war gemischtes Hack diese Woche. Hat sehr viel Spaß gemacht, Tommy. Vielen Dank dir. Ja. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Leute, ihr wisst doch Bescheid, Mittwoch ist und bleibt Hacktag. Seid gesund, bleibt gesund, bleibt stabil, seid lieb zueinander. Wir lieben euch doch alle. Wir sehen uns irgendwo auf Tour. Tommy seht ihr im Fernsehen, Donnerstag, 22:08 Uhr. Im zweiten DF Neo. Richtig. Mein Name ist Felix Lobrecht und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Tommy Schmidt. Bei Lanz und Precht, ich will es nochmal machen, müssen wir enden, weil Ostern steht ja vor der Tür, jetzt musst du Lanz sein und sagen, Richard, über Ostern müssen wir nochmal eine gesonderte Folge machen. Richard, aber über Ostern, da machen wir nochmal eine gesonderte Folge. Ja, das sollten wir tun, Markus. Tschüss. Rüssel.